Ja, als nächstes möchte ich iterative Verfahren für lineare Gleichungen einführen und Ihnen zwei davon vorstellen. Aber zunächst mal wollen wir uns mal darüber unterhalten, warum ist es überhaupt attraktiv? Warum könnte es attraktiv sein, lineare Gleichungen anders zu lösen als mit dem Gauß-Verfahren? Ich meine, wir haben die Gauß-Elimination und das schien doch alles ganz vernünftig effizient zu sein. Nun, um zu verstehen, warum das Gauß-Verfahren manchmal nicht gut ist, schauen wir uns nochmal an unser altes Beispiel für die Wärmeleitungsgleichung. Da haben wir immer eine Matrix betrachtet mit 2 auf der Hauptdiagonalen und minus 1 auf den Nebendiagonalen. Und ansonsten hatte diese Matrix nur Nullen. Und was wir uns schon überlegt hatten, war, für diese Matrix ist die Gauß-Elimination besonders einfach durchführbar. Denn was muss ich tun? Ich muss hier vorne in der ersten Spalte Nullen hinbringen, im ersten Schritt der Gauß-Elimination. Naja, und da sind schon fast überall Nullen. Das heißt, die Arbeit ist sehr viel einfacher. Ich muss nur hier oben in der zweiten Zeile tatsächlich arbeiten. Und auch, ich multipliziere ja ein Vielfaches der ersten Zeile dann auf die andere Zeile drauf. Und naja, die hat aber auch fast nur Nullen. Das heißt, hier passiert in Wirklichkeit nur an einer Stelle was, nämlich nur an diesem Element hier vorne oberhalb der Hauptdiagonale. Okay, das heißt also, wir haben so im Kopf, naja, wenn wir besonders viele Nullen haben, dann ist die Gauß-Elimination besonders einfach durchführbar. Leider ist das falsch und ich brauche dieses Beispiel von gerade nur minimal abzuändern, um Ihnen zu zeigen, dass das tatsächlich so ist. Und zwar verteile ich die mal minus 1 ein bisschen anders. Ich nehme also wieder 2 auf der Hauptdiagonalen, aber diesmal haben wir minus 1 in der ersten Spalte, minus 1 in der ersten Zeile. Und ansonsten nur 0. Ja, das heißt, wir haben wahnsinnig viele Nullen und man denkt, oh, das muss aber schnell gehen. Aber in Wirklichkeit, ich muss ja im ersten Schritt muss ich unterhalb der Hauptdiagonalen Nullen hinbringen. Das heißt, naja, da stehen jetzt natürlich überall Zahlen. Das heißt, ich muss tatsächlich mit jeder Zeile arbeiten. Okay, das ist schon mal nicht so schön. Aber es wird noch schlimmer, denn hier oben die erste Zeile ist ja auch komplett besetzt. Da stehen überall minus Einsen. Das heißt, also, wenn ich die jetzt drauf addiere auf die anderen Zeilen, was passieren? Naja, die ganzen Nullen, die hier stehen, die verschwinden alle und nach dem ersten Schritt ist die Matrix tatsächlich voll besetzt und hat keine einzige Null mehr und ich kann überhaupt nichts mehr ausnutzen. Das heißt also, unter Umständen, ist die Gauss-Elimination nicht in der Lage, eine eigentlich super Struktur nicht vernünftig auszunutzen. Das heißt, wir müssen uns für diese Fälle etwas anderes ausdenken. Und leider ist das ein Fall, ein Standardfall, der ganz, ganz häufig vorkommt. Das heißt, wir müssen dann in diesen Fällen was anderes machen. Was könnten wir denn anders machen? Naja, also so eine Idee haben wir vielleicht schon. Wir könnten das ja vielleicht mal versuchen, das mit dem Banachschen Fixpunktsatz zu machen. Naja, und da steht dann sowas drin wie eine Matrix B. Und diese Matrix B kann immer dann, also das Matrixprodukt, Matrixvektorprodukt B mal X kann natürlich dann schnell berechnet werden, wenn B ja viele Nullen hat oder wir sagen auch, dass es sparse oder dünn besetzt ist. Das heißt also, wir haben schon so eine Ahnung, dass ja so Fixpunktverfahren gut in der Lage sein werden, solch eine dünne Besetztheit der Matrix auszunutzen, also dass die Matrix besonders viele Nullen hat. Okay, gut. Das heißt, es könnte eventuell attraktiv sein. Also wollen wir jetzt mal versuchen, solche Verfahren herzuleiten. Also zu lösen sei AX gleich B und es sei jetzt hier immer A invertierbar und natürlich sei A eine quadratische Matrix. Ja. Was können wir tun? Also direkt so können wir natürlich das Fixpunktverfahren nicht anwenden, denn Fixpunktverfahren lösen Gleichungen der Form x gleich g von x. Also müssen wir irgendwie versuchen, dieses ax gleich b in diese Form x gleich g von x zu bringen. Okay, die erste Idee wäre, naja, multiplizieren wir doch einfach von links mit a hoch minus 1. Dann steht hier x gleich a hoch minus 1 b. Und wenn ich jetzt definiere, also g von x gleich a hoch minus 1 b, na, dann steht hier natürlich ein Fixpunktverfahren. Aber das Ganze ist natürlich kompletter Blödsinn. Denn wenn ich das a hoch minus 1 ausrechnen könnte oder das a hoch minus 1 b ausrechnen könnte, dann ist ja schon die Lösung. Ja? Also da brauche ich kein Fixpunktverfahren mehr. Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber wir behalten die Idee trotzdem im Kopf, dass man einfach hier praktisch mit der inversen Matrix multipliziert. Dann, welche Möglichkeit hätten wir noch? Naja, also wir haben ax gleich b, wollen wir lösen. Wir können ja mal das ax auf die rechte Seite bringen und ein x aufaddieren. Dann steht hier sowas wie x gleich x plus b minus ax oder wenn Sie so wollen, i minus a mal x plus b.
Okay, wenn wir das hier mal als g von x definieren, dann haben wir sowas stehen wie x gleich g von x. Davon können wir unter Umständen, wenn das Ganze auch noch kontrahierend ist, tatsächlich den Fixpunkt ausrechnen. Und dieser Fixpunkt würde dann jetzt natürlich unsere Gleichung ax gleich b lösen. Ja? Okay, wunderbar. Das heißt also, hier haben wir tatsächlich eine Möglichkeit. Wir setzen g von x gleich i minus a mal x plus b und das Fixpunktverfahren zu die Fixpunktreihe, schon die Fixpunktreihe, zu einem beliebigen Startpunkt aus dem R hoch n würde tatsächlich konvergieren gegen eine Lösung von ax gleich b. Das heißt, wenn wir eine approximative Lösung haben wollen, dann können wir tatsächlich mit dieser Gleichung hier vorne arbeiten. Das Problem dabei ist, naja, also dies i minus a, das ist entweder invertierbar, Entschuldigung, das i minus a ist von der Norm her kleiner als 1. Dann funktioniert es, ja, dann ist das Ganze konvergent. Oder es ist nicht kleiner als 1 und dann konvergiert es halt nicht. Das heißt, wir haben praktisch keine Wahl. Und es stellt sich heraus, dieses i minus a hier vorne ist für vernünftige Matrizen leider relativ selten tatsächlich von der Norm her kleiner als 1. Und das heißt also, das ist zwar eine gute Idee, was hier steht, aber sie wird im Normalfall nicht funktionieren. Deshalb möchte ich Ihnen noch zwei andere Möglichkeiten vorstellen, die tatsächlich sehr häufig funktionieren und von denen wir zeigen werden, dass sie in vielen Fällen tatsächlich funktionieren. Okay, und im Grunde ist das eine Verbindung aus diesen Ideen, die wir bei 1 und 2 gehabt haben. Also nochmal, wir wollen lösen ax gleich b und hier vorne haben wir einfach diese ax auf die andere Seite gebracht. Naja, also wir machen das nochmal, aber wir bringen nicht das ganze ax auf die andere Seite. Und zwar unsere Idee ist die folgende. Wir teilen das a auf in drei Teile. Einmal die linken unteren Teil, also unterhalb der Hauptdiagonalen, dann die Diagonale selbst und den rechten oberen Teil. Ja, das heißt also, L ist dann so eine linke untere Dreiecksmatrix mit Nullen auf der Hauptdiagonalen, D ist so eine Diagonalmatrix. Und R ist eine rechte obere Dreiecksmatrix und auch die Hauptdiagonale ist wieder 0. Okay, dann gilt natürlich A gleich D plus L plus R. Und das hat nichts, das sage ich mir nochmal, hat natürlich jetzt nichts mit der LR-Zerlegung zu tun. Ich muss nicht irgendwas rechnen, um hier tatsächlich diese Zerlegung zu bekommen. Das ist einfach eine Aufteilung dieser Matrix und die kann ich sofort der Matrix ablesen. Okay, gut, also wir wollten ja ax gleich b. Naja, also dann bringe ich mal nicht das ganze a auf die andere Seite, sondern ich bringe mal nur das l und r auf die andere Seite. Das heißt also, dann steht hier dx gleich minus l plus r mal x plus b. Okay, und jetzt mache ich meine Idee von vorhin und bringe das d auf die andere Seite. Das heißt also, hier steht dann sowas wie x gleich minus d hoch minus 1 mal l plus r mal x plus d hoch minus 1 mal b. Okay, das nenne ich g von x. Ja, und dann habe ich hier tatsächlich so eine Aufgabe stehen, x gleich g von x. Das heißt also, ich suche den Fixpunkt von g und das g ist genau so definiert, wie es hier vorne steht. Und nach unseren ganzen Vorbemerkungen wissen wir schon, wenn diese Matrix d hoch minus 1 mal l plus r, wenn die Norm davon, die induzierte Matrixnorm kleiner ist als 1, dann wird das Ganze sogar konvergieren. Okay, gut. Ja, also damit können wir jetzt sofort ein Verfahren definieren. Dieses Verfahren nennt man auch Gesamtschrittverfahren. Ja, also nehme die Fixpunktfolge zu diesem g von x, was hier vorne steht. Und das Verfahren, was ich dann bekomme, nennt sich auch Gesamtschrittverfahren oder Jacobi-Verfahren. Ja, jetzt könnte man noch ein bisschen weitergehen und sagen, naja, also ich mache dieselbe Idee nochmal. Und von diesem ax gleich b, also l plus d plus rx gleich b, da bringe ich mal nur das rx auf die andere Seite. Ja? Dann habe ich hier stehen l plus d mal x gleich minus rx plus b. Ja, und dann invertiere ich hier vorne das l plus d und habe hier stehen x gleich minus l plus d hoch minus 1 mal rx plus l plus d hoch minus 1 mal b. Okay, wenn ich das hier als g definiere, dann haben wir hier wieder eine Fixpunktfunktion, eine Fixpunktaufgabe stehen. Also wir haben unser ax gleich b verwandelt in eine Gleichung, in eine Aufgabe x gleich g von x. Und das können wir wieder lösen mit dem Fixpunktverfahren. Das zugehörige Verfahren heißt Einzelschrittverfahren oder Gauß-Seidel-Verfahren.
Kleine Bemerkung, das sieht zunächst mal vielleicht aus, als hätten wir nichts gewonnen, weil wir müssen ja trotzdem dieses L plus D hoch minus 1 hier vorne berechnen. Aber ich muss ja tatsächlich hier nur L plus D hoch minus 1 mal Rx ausrechnen. Das kann ich einfach durch Lösen eines Gleichungssystems und da L plus D eine linke untere Dreiecksmatrix ist, kann ich das sofort machen mit Hilfe von Vorwärts einsetzen. Ach so, ja, und was ich gerade noch vergessen habe, damit diese ganzen Verfahren, die hier stehen, vernünftig tatsächlich hinzuschreiben sind, brauche ich zunächst mal natürlich, dass das D überhaupt invertierbar ist. Wenn das D nicht invertierbar ist, dann wird das alles, was hier steht, nicht funktionieren. Aber tatsächlich in der Praxis ist die Hauptdiagonale immer invertierbar. Es stehen im Normalfall keine Nullen auf der Hauptdiagonale in praktischen Aufgaben. Und ja, das macht tatsächlich Sinn. Okay, wie führt man das natürlich jetzt durch? Und erstmal, warum heißt das Ganze eigentlich Gauß-Seidel-Verfahren? Wir haben Gauß ja jetzt schon ein paar Mal kennengelernt. Was ist hier die historische Idee von Gauß gewesen? Naja, ich habe hier einfach mal so ein 3-Kreuz-3-Gleichungssystem hingeschrieben. Und die Idee von Gauß war, naja, also erstmal nehme ich mir irgendeinen Startvektor x1, x2, x3. Ja? Dann nehme ich mir die erste Gleichung vor, nur die erste Gleichung hier oben. Und wähle das x1 erstmal so, dass diese Gleichung hier oben erfüllt ist. Ja, okay, die anderen natürlich nicht. Dann wähle ich mein x2 so, dass die zweite Gleichung erfüllt ist. Das heißt, ich ändere das x2. Dadurch ist die erste Gleichung jetzt natürlich nicht mehr erfüllt. Ja, aber ich ändere mein x2 jetzt einfach mal so, dass die zweite Gleichung erfüllt ist. Dann gehe ich zur dritten Gleichung und wähle mein x3 so, dass die dritte Gleichung erfüllt ist. Und dann fange ich von vorne wieder an und wähle mein x1 so, dass die erste Gleichung erfüllt ist, x2 wieder, dass die zweite Gleichung erfüllt ist, x3 ändere ich so, dass die dritte Gleichung erfüllt ist und so weiter. Und wenn Sie sich das ein bisschen anschauen, das ist genau das, was hier oben dieses Gauß-Seidel- oder Einzelschrittverfahren tut. Es geht nach und nach einfach die Gleichungen durch, sorgt dafür, dass erst die erste Gleichung erfüllt ist, ändert dafür das x1 ab, ändert das x2 ab, damit die zweite Gleichung erfüllt ist und so weiter und so weiter. Okay, und für viele praktische Aufgaben konvergiert das tatsächlich. Wir werden das nachher nachweisen. Und Gauß war von dieser Methode so begeistert, dass er einem Bekannten in einem berühmten Brief geschrieben hat, sie werden nie wieder eliminieren. Und insofern weiß ich gar nicht, ich habe ja Gauß so gelobt, weil er in der Lage war, das 13-Kreuz-13-System so einfach aufzulösen, bei der Aufgabe mit den kleinsten Quadraten oder mit der Minimum-Norm-Lösung auftauchte. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er wirklich eliminiert hat, hat er geschrieben, aber vielleicht hat er einfach auch nur dieses Verfahren angewandt. Das hätte dann nämlich tatsächlich funktioniert. Dann noch eine letzte Bemerkung. Haben wir damit denn jetzt auch ein effizientes Verfahren gefunden? Naja, also falls A dünn besetzt ist, das heißt also, wenn A besonders viele Nullen hat, dann haben natürlich auch L und R besonders viele Nullen. Und das bedeutet, na, hier vorne ist einmal diese Matrix-Multiplikation von R mit X oder auch hier das Rückwärtseinsetzen von dem L plus D. Das geht besonders einfach. Und dann haben wir tatsächlich, wir können also in jedem Fall da diese Tatsache, dass viele Nullen sind, tatsächlich wirklich auch ausnutzen. Und das heißt, wir vermuten, das Ganze wird auch wirklich ein sehr effizientes Verfahren sein. Und das ist tatsächlich der Fall.